selection of high-quality pre-owned vehicles, and with interest rates as low as ever seen, now's the time to buy and save. You'll drive away with a smile at Bubber Dyson Ford in Elk City. Inklusion braucht Aktion, weil es für mich eine ganz wichtige Geschichte ist, dass Inklusion angeschoben wird. Nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. Ich will einfach, dass Menschen mit Behinderung da sind. Die sind einfach da und machen mit. Die können nicht alles mitmachen, ganz klar, aber viele Sachen können sie machen. Paralympics ist eine ganz wichtige Geschichte, da fahren wir nächstes Jahr hin. Zu den Paralympics mit der Inklusionsfackel. Ah, das ist doch cool. Da kam ein Wind und ich war Ballon. Die Botschaft ist, gebt auf. Gebt nicht euch auf, sondern gebt euer altes Leben auf. Naiv wie ein Kind flog ich davon. Andere Leute haben zu mir gesagt, ich soll an die Öffentlichkeit gehen, weil mein Werdegang vielen bestimmt Mut machen kann. Ich bin ja den Leuten schon ein bisschen nah, die mich verfolgen in meinem Blog. Die sind ja, das ist wie eine Serie. Wenn du eine Serie guckst, dann hast du da deinen Schauspieler und wünschst dem Glück, dass der wieder Glück hat in der Serie. Ha? Und das ist bei mir genauso. Viele Leute sind einfach dabei und identifizieren sich schon ein bisschen mit der Figur Sven Marx. Sven Globetrotter. Das erste Mal küsste, ich werde es finden, das magische Funken. Ich sehe die Welt jetzt mit anderen Augen, seitdem ich bin. Wenn die Zeit sich entscheidet, richtig zuzustoßen, ist ein ganz kleiner Moment der Anfang von was Großem. Feedbacks kamen einige, also wenn ich im Internet bin, kriege ich oft was geschrieben oder bei den Vorträgen. Bei den Vorträgen ist es eigentlich am besten, dann triffst du Leute, die du von Facebook schon ewig kennst, die da immer irgendwas schreiben und auf einmal stehen die vor dir. Und ich kenne die Regeln und brech sie trotzdem. Ich werde so lange die Sterne zählen, bis mir die Zahlen fehlen. Ist das ein Glücksgefühl für dich? Auf der Route 66 gewesen? Ein Glücksgefühl, dass ich geschafft habe. Das war das Glücksgefühl. Auf nach Las Vegas. Die Sonne geht unter. Bist du nicht wahnsinnig dankbar jedes Mal, wenn du unterwegs bist? Es könnte ja auch die letzte Reise sein. Jedes Mal, wenn du auf einer Reise bist und ein bisschen übst für diese Weltreise, erfüllt sich dann nicht irgendwie ein bisschen Traum? Das ist kein Traum, das ist einfach ein Schritt dahin, dass mein Plan in Erfüllung geht. Ich werde keine 100 Jahre sicher nehmen und lebe in 70 schon mal. Sind flaches Land, so lässt sich reisen. Unschwer zu erkennen, wir befinden uns in St. Louis. Ja? Da ist der Arch, hier ist der Donkey und der Arch und hier sind alle drei. Von früher, was man so in der Kindheit oder irgendwas, was man so mitgenommen hat, das habe ich alles gesucht. Okay. Okay.
Und hast du Elvis getroffen? Elvis habe ich nicht getroffen. Er ist gegenwärtig. Du fährst teilweise stundenlang und siehst nur die Leute, die in den Autos sitzen. Auf der Straße sitzt niemand. Aber dazwischen, das ist so weit, da kann gar keiner leben. Also er könnte da nicht leben, weil da nichts ist. Da ist nichts. Du könntest nicht mal zur Tankstelle gehen, um dort zu betteln nach einem Schluck Wasser, weil da ist keine Tankstelle. Frühmorgens aufzustehen hat überall auf der Welt denselben Preis. Ja? Du kriegst dafür einen Sonnenaufgang. Startest nachts, um nicht durch die Hitze fahren zu müssen, und startest im Dunkeln und fährst dann in die Sonne hinein. Das ist dann schon cool. Also wenn du irgendwo am Horizont hinten die Sonne aufgehen siehst. Jeden Menschen, der entdeckt, dass das Leben lebenswert ist, gibt's was. This week? Yes, Thursday. Good night, nerd. Gotta travel all the way over to. Glaubst du denn, wenn Leute diesen Film sehen, die das alles nicht können, was du kannst, dass du denen trotzdem was geben kannst? Ja, ich kann denen zeigen, dass es weitergeht. Das kann ich ihnen geben. Ich hab das Leben zum Fressen gern.